Jenny kommt, war meine war keine Freunde. Sage. Sage. Boah, ich bin eigentlich, seid eigentlich zu dem Punkt gekommen, an dem Punkt gekommen, wo ich eigentlich bald Pipi-Pause machen muss. Kennt ihr ja schon von Ellie? Boah, ich bin gerade so lost. Ellie, ich bin so müde heute. Ich bin einfach komplett kaputt in der Birne. Ich bin so verloren. Barkensheim Beach. War, nee, Barkensheim Bach. Barkensheim Beach. Fuck. Lass uns da mal hin. Da gibt es Ahornstämme und Himbeeren. Und da gibt es noch einen Bewohner. Ich bin heute auch fast im Wartezimmer eingepennt. Ich kenne Akaso, ich kenne diese Momente so gut, wo man an unpassenden Stellen eigentlich am echt hart einschlafen muss eigentlich. Ja, ganz, 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 ganz übel. So. Ich muss mal die Leute wecken. War voll ungewohnt mit Cam zu streamen. Ja, ich hatte irgendwie... Ich lag halt noch im Bett, hab deinen Stream angemacht und dachte so, huch, eins Ellie. Wie schön. So nach dem Motto, oh, da liegt was Süßes. Das glaube ich seit anderthalb Jahren nicht mehr. Mal gesehen habe ich dich ja schon mal. Weil ich halt, glaube ich, mal durch deine alten Let's Plays so ein bisschen durchgeklickt habe bei YouTube und so. Aber es war so, war es schon sehr ungewohnt dann in dem Moment, aber gut. Hab mich gefreut. Hm. Orca, alles klar. Dankeschön. Dankeschön fürs Aufklären. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Orca. Dankeschön fürs mit rüber geradet kommen. Und ich hoffe, du schaffst heute alles, was du schaffen möchtest. Und Orca, danke schön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb. Ja, auch viel Spaß und Erfolg. Wait, Lizzie, du kanntest Ellie noch nicht? Doch, ich habe ja gerade gesagt, ich kannte deine, ich kannte ihre, so ein bisschen von den Let's Plays kenne ich die Cam halt noch, von den YouTube-Let's Plays noch. Da hat sie ja noch so ein paar ältere auf ihrem Kanal. Aber ich kenne Ellie ja erst seit, keine Ahnung wann. Also wir kennen uns jetzt noch keine 2, 3 Jahre oder so. Da war sie noch, da war Ellie noch eine grüne Elfe, als ich sie kennengelernt habe. So grob flüchtig und dann irgendwann ein bisschen vermehrt. Hm. Hör zu, Stella, es tut mir leid. Ich glaube, ich brauche einfach nur etwas Raum. Ein bisschen Zeit nur für mich. Hm. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, Zavella zurückzukehren. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Du warst einfach nur lebenswert, seitdem du mich auf dieser Insel gefunden hast. Hm. Ich muss nur eine Weile allein sein. Okay, Gwen zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Na gut. Apropos, wir müssen dir noch was zu essen machen. Warum geht er denn jetzt? Komm, jetzt bleib doch mal stehen. So, er braucht was zu essen. Gegrilltes Gemüse. Den können wir zum Glück alles gehen. Noch einmal knuddeln. Tja. Ich habe mich auch gefreut, sie mal live zu sehen. Sie muss sich auch nicht verstecken. Ja, verstecken muss ich eh niemand. Davon abgesehen. Verstecken muss ich ja niemand. Hm. Dum, da, dum, da, dum. Ich habe das alles mal immer und immer wieder mal eingestellt und ich habe ja nun auch eine okaye Webcam. Außerdem habe ich beim Avatar noch was nicht eingestellt und hat es vielleicht vergessen. Hast du, hattest du jetzt irgendwie deinen PC irgendwie neu aufgesetzt oder so, dass dein Avatar, dass bei deinem Avatar jetzt noch was fehlte? Ich war heute Morgen noch ein bisschen zu kraftlos, um ein bisschen auch auszufragen. Fun Fact, ich folge dir seit Mai 21 und habe erst im August, September 21 aufgehört, mit Cam zu streamen. Das ist ja interesting.
Seit wann folge ich dir denn? Ich muss mal gucken, seit wann ich dir folge. Das könnte sogar ein bisschen später, wahrscheinlich ein bisschen später. Das muss. Also ich kenne dich halt literally ja nur nur seit du den Avatar nutzt. Bei Twitch. Ich kann es dir gerade nicht sagen, ey, seit wann ich dir folge. Müsste ich mal bei Commander Root oder so stalken, mich selber stalken. Bei dir. Weil ich kann das jetzt, glaube ich, gerade so auf Anhieb nicht nachschauen, ne? So, du kriegst auch noch was zu essen. Bei mir verhungern die Leute alle auf dem Boot. So, sie, gegartes Obst sollte ja kein Problem sein. Sie ist ja Veggie. So, und sie liebt Naschereien. Das ist perfekt. Jetzt muss ich sie nochmal drücken. Oh. Was Zufall? Und was hat die Geisterwelt und die Illuminaten damit zu tun? Illuminaten. Jetzt hast du mich aber erwischt. Illuminaten. Jetzt Jonathan Frakes. Oh mein Gott. Illuminaten, wie großartig. Ja, wir haben vorhin ein bisschen über X-Factor gesprochen, wie gruselig der Kram eigentlich war, aber auch wie cool das war. Deswegen ist Jonathan Frakes heute ein großes Thema. So, wir müssen weiterfahren. Nee, gar nicht, müssen wir nicht. Wir sind ja hier jetzt angekommen, wo ich hin wollte. Ich dussel. Hui! So, es gibt übrigens auch was anderes als ein Boot. Wir können hier natürlich auch Inseln bereisen. Und ihr werdet gleich die... Macht... Okay, haltet euch fest, ihr Lieben. Haltet euch fest. Ich hoffe, ihr seid nicht allergisch gegen Niedlichkeit. Aber ihr bekommt jetzt... Erstmal, was ich gerade vergessen habe. Es tut mir sehr leid. Ich habe das vorhin bei Dromzy halt auch vergessen. Erstmal bekommt ihr einen Shoutout. So, einen vernünftigen. Ich habe es eben verpeilt. Ihr bekommt jetzt aber die eine der besten Holzfell-Animationen, die ihr je in einem Spiel gesehen habt. Ich glaube nicht, dass es irgendein Game gibt, das das wirklich toppen kann in der Form. Ist es nicht einfach das Süßeste, das existiert? Daffodil hilft uns beim Holzfarmen. Liebe es. Ich liebe es einfach. So, komm. Ich liebe es, wie Daffodil einfach mit dem Beinchen schlackert. Das ist so schön. Dachte kurz, sie wird die Katze erwürgen. Nee, die Katze wird nur gekuschelt. Ja, wird nur gekuschelt. So, hier gibt's nix. Da gibt's Beeren. Das ist schon der Baumfeld auf den Froggo. Hätte passieren können, ne? Nee, ich hatte Triggerfire halt bei der Cam mit eingebaut. Dabei ist die Browserquelle aber bei den Avataren weg gewesen und habe vergessen, die dort nochmal mit einzubauen und zu platzieren. Ah, okay. Okay, verstehe. Alles klar. Bitte keine Frösche erschlagen. Ich versuch's. Ich mag den Artstyle des Games. Das ist schön, oder? Das ist ein richtig schöner, so ein classy Animations... also so classy Zeichentrick ist das ein bisschen, ne? Der Stil. Ist halt sehr schön. Ja, eigentlich hauen wir den Kopf von der Katze beim Sägen die ganze Zeit gegen den Baum. Psst. Details. Warum er ist hier, glaube ich, auch nicht. Ich höre immer wieder auch eine schöne Varianz vom Soundtrack. Der sowieso sehr, sehr schön ist in diesem Spiel. Boah, ich muss Pipi machen, ne? Schon seit einer halben Stunde. So, wir gehen mal auf Bootstour und dann gehe ich mal schnell pullern. Oh, der Zwiebelaffe. Ich muss erst zum Zwiebelaffen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob wir Sachen zum Verkaufen haben. Fällt mir gerade auf. Ein paar Muscheln sind hier halt. Vor allem die alten Muschelschalen. Stella, Schätzchen, läuft alles gut? Wie ich sehe, kümmerst du dich gut um deine Pflanzen. Das ist wunderbar. Ich hoffe, mein Unterricht hilft dir irgendwie weiter.
Weißt du, früher war ich eine richtige kleine Fußsoldatin. Midfield State University, Agraringenieurin, Abschluss 71. Bestnoten und ein progressives Profil. Ich wurde sofort von einem dieser Konzerne angestellt. Ich war für ein Stück Land verantwortlich. Mehrere tausend Morgen groß. Ich sollte den Ertrag unseres Feldlands maximieren. Und das habe ich auch getan. Ziemlich gut sogar, das kannst du mir glauben. Ich stopfte das Feld mit transgenen Saaten voll. Insekten ertränkte ich in Gift. Und wenn die Erde sich grau verfärbte, pumpte ich sie mit Chemikalien voll. Das klingt irgendwie alles nicht so geil. Auf meinem Feld wuchsen große, mächtige Pflanzen heran. Und unnatürlich große Maiskolben im Überfluss. Doch unter all dem schwelte eine unermessliche Krankheit. Es war damals wohl unvermeidlich, dass ich Bekanntschaft mit dem Drachen machen würde. Früher oder später. Einfach trinken und dann rutscht der Überschuss raus. Ich wollte mich gerade eben schon bedanken für die Person, die hier das Trinken jetzt auch noch einlöst, wenn ich eh schon pullern muss. Aber gut, ich muss auch mal aufstehen, meine Flasche auch wieder auffüllen. Ich muss auch schon, seit ich hergeradet bin. Gehen wir jetzt einfach kollektiv aufs Klo, Ellie. So, dann bleibe ich jetzt einfach kurz im Dialog mit dem Zwiebelaffen und dann machen wir eine Pipi-Pause. So. Um es mit Worten von Onkel Jo zu zitieren, Schmus-Pipi. Schmus-Pipi ist auch schön. Genug nebenbei in Kulinati gezockt, gibt's ja aktuell im Game Pass. Selten so ein geniales Kampfsystem erlebt, das leider aber auch oft recht wirr daherkommt. Aber ist noch Early Access. Ja, in Kulinati wirkt schon sehr, sehr interessant auf mich. Ich habe da auch immer so ein halbes Auge drauf geschmissen. Ron, ein wunderschönes Moini. Hallöchen. So, kurze Pipi-Pause. Bin gleich wieder da in so ein paar Minuten. Es läuft, für die, die mich noch nicht kennen und eben mit Ellie hier rüber geradet sind, es läuft hier ähnlich über ihr. Ihr könnt euch kurz mit dem Hängemanfred beschäftigen, während ich pullern bin. Und ein bisschen Hangman spielen im Chat. Und ja, und wir sind so 3 Minütchen wieder. Währenddessen läuft ein bisschen Werbung für die, die keine Subs sind. Aber wie gesagt, ihr könnt dann währenddessen ein bisschen Hangman spielen. Also bis gleich. So, okay, haben wir was zum Verkaufen? So ein paar alte Muscheln. Ja, die hier. Ich brauche noch ein paar Rüben. So. Achso, gibt's noch neue Besorgungen zufällig? Die hier gibt's, die können wir ja abgeben. So, gibt's dann ordentlich Glims für. Glimsy Bimsies. So, ich glaube, ich gehe mal Schlofi. So. Guten Hunger, Sandy. Lass dir schmecken. Ich freue mich auch schon auf meine Bowl nachher. Es wird wieder yummy. So, ein bisschen gießen. Zack. Ich brauche mal wieder Samen. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir bei dem halt auch Samen kaufen, ne? Theoretisch, aber eigentlich möchte ich mir die Glimps auch sparen. Und es gibt ja eh nur diese komischen, diese speziellen Samen, glaube ich. Ja, komm, ich kaufe einfach mal ein paar. Aber 500 ist schon teuer. Weiß ich nicht, ey. Es ist mir zu teuer. Also, so viele Glimps habe ich dann auch wieder nicht. Also die brauchen wir halt echt zum Aufwerten. So, machen wir ein paar Leinfasern, machen ein bisschen Leinstoff und so. Bin endlich fertig mit dem ersten Schwung Prüfung für dieses Semester. Dementsprechend geht es mir gerade ganz gut. Das ist schön. Bin mal beim Lurk. Alles klar, Kasu.
Viel Spaß dir. Dankeschön fürs mit rüber geradet kommen. So, ich mach noch ein bisschen, bisschen Stoff. Hier bin ich echt schlecht, ey, bei dem Stoff. Da treffe ich gar nicht. So. Gut, dann haben wir das. Genau, wir können noch ein bisschen Holz verarbeiten. Hier ist auf jeden Fall der Kaffee fertig. Ich werde noch ein bisschen Holz verarbeiten gehen. Wo waren die Werkstatt nochmal? Hier. Die Werkstatt. Miau. Au. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Oh. Gar nicht mehr so gut. So, okay. Wir müssen gleich eigentlich noch weiterreisen, fällt mir gerade auf. Brech mal eben ab, damit wir schon mal weiter auf Reisen gehen. Aber wir stehen jetzt hier gerade so im Nichts, ne? So, da waren wir schon. Dann lass uns noch mal nach Hummingbird, weil da müssen wir, glaube ich, noch mal wegen irgendeiner Quest hin, oder? War denn das? Ah, nee, das war mit Klebstoff und Seil. Okay, das kriegen wir noch gar nicht. Nee, dann können wir sonst zur Profitgier GmbH. Wenn ich nicht weiß, wo die war. Ich glaube, die war doch irgendwo. Hier war die. Okay. Dann lasst uns doch einfach mal. Was ist das hier? Gorino-Felder. Lass uns da mal hindüsen. Wir sind ja gerade in der Nähe. So. Dann kann ich in der Zeit immer noch Holz machen, kurz. So. Boah, ich muss, glaube ich, heute mal doch nochmal einkaufen gehen. Dann muss ich das morgen nicht machen. Übrigens, es wird morgen ein Stream gehen. Normalerweise bin ich ja, habe ich donnerstags ja streamfrei und so. Aber morgen wird es ein Stream geben, weil ich halt ab Freitag, also Freitag werde ich auch noch streamen. Also es gibt jetzt so quasi noch diese Woche, gibt es noch Donnerstag und Freitag Stream. Samstag und Sonntag dafür halt nicht. Und nächste Woche dann mal gucken. Da kann es sein, dass es erst am, weiß ich nicht, Donnerstag wieder einen Stream gibt oder so. So, es gibt wieder Gewitter. Lass uns mal wieder Blitze fangen, yes. Ich muss ja schon Bescheid wissen, aber dafür gibt es dann halt morgen noch einen Stream. Morgen und Freitag. Deswegen wäre es ganz klug, wenn ich, glaube ich, heute noch irgendwas einkaufen gehe, dann muss ich das morgen nicht machen. Und dann nicht so viel Stress. Aber wir müssen wieder ein paar Tage ohne mich auskommen, ey. Aber ich denke, das kriegt ihr hin. Ah, ich komme da nicht hoch, verdammt.
Ah, ich habe es lange nicht mehr geschafft, dass ich die Katze versehentlich gegrillt habe dabei, ne? Ganz selten mal wird die Katze vom Blitz getroffen. Ich glaube, wenn man einen Mühe zu spät im Blitz steht und die Katze dann da rein slidet in den Blitz, dann wird die, glaube ich, getroffen. Oh, das habe ich verkackt. So. Okay. Fertig. Und weiter geht die Reise. So. Das ist soweit alles angebaut. Konnte man nicht irgendwie auch... Muss gerade mal gucken. Reise bestätigen? Achso. Wegpunkt setzen. Es gibt halt auch Modus für sicheres Reisen. Dann hat man, glaube ich, die, bleiben die Encounter, glaube ich, weg mit Gewitter und Co. Wenn man die nicht haben möchte. Die kann man damit dann abschalten, soweit ich weiß. So, ich guck mal, ob ich schon irgendwas aufwerten kann, noch von den Räumen hier. Eichenbrett. Ich glaube, ein Eichenbrett kann ich noch nicht machen. Das können wir auch noch nicht bauen. Das eklige kalte Wetter macht einen echt müde. Es sind heute auch gefühlt alle müde, habe ich den Eindruck. Also mich eingeschlossen. Und ich denke auch, dass es hart am Wetter liegt. Also so, wirklich auch so morgens, ich wache auf und komme einfach nicht aus dem Bett. Es ist so anstrengend. So, mein Körper bleibt einfach müde. So, ich würde dir ganz gerne noch Essen geben. Obwohl im Moment brauchst du noch nichts dringend, aber ich gebe dir trotzdem was. Ein bisschen Popcorn. Und nur Umarmung. Es ist so kalt, ja. Es ist halt auch so nass kalt und das macht so unangenehm, ne? Also hier sind auch irgendwie, keine Ahnung, so 4, 5 Grad, aber halt voll am Regnen. Vorhin hat es gewittert, ey, im Februar. Wo man sagen muss, das ist schon eher ungewöhnlich. Das ist ja echt eher so ein, wenn dann überhaupt, Frühlingsding, mal, dass es mal gewittert oder so. Und dann halt noch im Herbst oder sowas, aber halt nicht im Winter. Fand ich so ganz eigenartig. Oh. Summer hat uns was zu erzählen. Warum kommt Arthur dann eigentlich immer angeeiert und macht irgendwie Thumbs up, während uns Summer eigentlich irgendwelche traurigen Sachen erzählt? Was ist mit ihm? Als der Drache mich fand, zu Hause, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur heilen konnte, wenn ich ginge. Damals war es mir nicht bewusst, aber ich brauchte Liebe. Und an diesem verwünschten Ort gab es keine Liebe. Aber im Exil traf ich deine Tante. Mir war noch nie jemand begegnet, der so voller Freude war wie Rose. Sie war so voller übersprudelndem Leben. Du erinnerst mich sehr an sie, Stella. Sie pflegte mich wieder gesund. Schritt für Schritt. Ohne sie hätte der Drache mich mitgenommen. An Ort und Stelle. Da bin ich mir sicher. Und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Sie hat mir Dinge beigebracht, nicht auf die gewöhnliche Art, sondern indem sie mir die Augen für das geöffnet hat, was bereits in mir war. Für das reichhaltige Leben im Inneren, dem der Drache nichts anhaben konnte. Dem mein Vater nichts anhaben konnte. Für die Verbindung zwischen allen Dingen. Für universelle Liebe. Ich schulde ihr so viel. Nun ja, vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, dich unterrichten zu müssen. So, Popcorn und einmal eine Umarmung. Vorhin einfach fett Gewitter, Regenschau, plötzlich Schnee und jetzt Hagel, einfach alles, ja. Jetzt vorhin auch gehagelt, das ist richtig wild. Ach, wie lieb, ja. Es ist einfach, ach, dieses Spiel, es ist einfach herzerwärmend. Goreno-Felder. Ah, wir sind da. Okay. Geben. Mal gucken, ob wir
was schenken kann, vielleicht. Ein Maiskolben oder so. Okay, sie möchte sie aber nicht. Ich glaube, das müssen schon irgendwelche Artefakte oder so sein, die man denen geben kann. Oh. So, Gwen sollen wir ja nicht auf den Sack gehen. So, wir gucken mal, was auf der Insel so geht. Wie die Schmusergatze ihr aber auch aus der Schulter sitzt, wenn sie Boot fahren, ne? Oh, Besuch. Willkommen. Bist du hier, um an unseren weltberühmten Furugawa-Führung teilzunehmen? Aber natürlich, du hältst ja unsere Broschüre in der Hand. Die Führung beginnt gleich. Sie dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der Geschichte und den Pflanzen dieser Insel. Danach kannst du all deinen Freunden davon erzählen. Keine Sorge, nach dieser Führung gibt es keinen Souvenirladen. Bereit? Yes. Perfekt. Dann fangen wir gleich an. Nicht viele kommen diese Insel besuchen. Die meisten bevorzugen Attraktionen in der Großstadt. Hier ist alles ruhig und friedlich. Das spiegelt sich auch in der Fauna wider. Reisfelder und gesunde Wälder sind hier die Hauptattraktionen. Gehen wir weiter. Geil. So eine Führung machen. Dann komm mir nicht zu nahe. Okay. Ich soll der Person folgen, aber gleichzeitig sagt sie mir, komm mir nicht zu nahe. Hallo Technoway, Sallychen, wie geht's? Die Reisproduktion hier ist wirklich beeindruckend. Schlimm heute. Die Arbeiter ernten rund um die Uhr, damit die ansässigen Familien nicht hungern müssen. Gerade ist aber niemand hier. Ich weiß nicht genau warum. Manchmal spiele ich in den Feldern, wenn ich frei habe. Aber das ist nicht so wichtig. Weiter zum nächsten Ort. Sie schläft gleich ein. Ich könnte auch einfach jetzt so pennen, ja. Zum Glück habe ich mir heute eh nichts vorgenommen, so mega lange zu streamen. Weil ich halt noch ein bisschen was tun muss. Ah, das trifft es ganz gut dann. Ich könnte mir direkt gleich noch einen Kakao reindübeln, ey. Phoebe Lilly. Das Telefon klingelt aber auch immer voll unpassend. Ich finde, jedes Telefon klingelt unpassend. Man kann die Feuchtigkeit spüren. Ich meine, man kann sie richtig spüren. Dieser Eichenwald beschäftigt mich wirklich. Wir haben eine Verbindung. Eine merkwürdige Verbindung. Um ehrlich zu sein... Wie ich einfach in jedem zweiten Satz gähnen muss. Um ehrlich zu sein, lasse ich diesen Teil der Führung meistens aus. Es wäre schön, wenn wir weitergehen könnten. Okay. Okay, es hat mich sehr verwirrt. Oh, Holz. Wing. Chip, 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 chip. Gib mir Holz. Was? Das dauert aber. Hier ist auch noch ein Baum. Ist halt echt so, wenn es klingeln soll, tut es nichts. Dann tut es nicht, wenn ich schnell beschäftigt bin, klingelt es immer, ja. Ich glaube, es sind die Bäume. Telefon ist das Böse im Busch. Sehe ich genauso. Pilze! Und ja, noch mehr? Wie süß das aussieht. Hm. Ich will meine Dattelkugel aufessen. Diese Datteldinger, die geben echt ein bisschen Leben.
So. Dieser Glücksbaum ist der Mittelpunkt der ganzen Insel. Wir wissen nicht, wann er gepflanzt wurde. Reisende aus aller Welt kommen hierher und hinterlassen kleine Nachrichten. Irgendetwas, das ihnen das Leben erleichtert. Das klingt eigentlich voll schön. Hey, diese Insel ist für ihre reichen Wälder und tollen Bäume bekannt. Lass sie uns fällen! Ja, direkt die zwei dicksten Bäume fällen, die man finden kann. Ich war einfach frech und habe das Telefonieren ganz nebenbei in Stardew zu angeln. Sehr gut. Hier endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmal danke für deine Anwesenheit. Ein Trinkgeld ist immer willkommen. 50 Glimms wären angebracht. Nein. es gab kein Popcorn, also nein. Nein, wie böse das wäre, ey. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich einen Nerv bei dir getroffen habe. Ich werde dich auf die Liste unseres Newsletters für weitere Führungen setzen. Viel Spaß bei der Weiterbildung. Ja, ich möchte unbedingt noch eine Führung, die einfach nur 5 Minuten geht, machen. Unbedingt. Danke für deine Liebenswürdigkeit. Ja. Nimm dich mal wieder mit zum Kochen. Ja! Werde ich jetzt gekocht, kommen wir alle jetzt in so einen Suppentopf rein. Oh! Sheepy! Mäh! Mäh! Soon, Schaf. Soon. Irgendwann wirst du Teil unserer Crew. Kurz tauchen. Zitrinen. Piratenschaf. Sieh dir nur die ganzen Bäume an, die wir gefällt haben. Ja. Das Spiel ist ein einziger Screenshot. Guckt euch das mal an, ey. Als wäre man gerade in so einem Ghibli-Film, ne? Einfach so eine Szene aus einem Ghibli-Film. Ab ins Bettchen. So sweet, ey. Das müssen wir noch gießen. Ich habe irgendwie nur noch Kaffee zum Anbauen. So, wir brauchen wieder einen neuen Kurs. Oh, gibt es die Haltestelle schon? Nee, ne? Können wir da schon. Ich weiß nicht, ob wir da schon was ausrichten können. Aufstehen! Muss gießen. So, wir sollten mal gucken, was wir noch so bauen müssen oder können. Und wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal zu Albert und neue Blueprints holen, ne?